In diesem Beispiel möchte ich zeigen, wie Sie AutoCAD 2D-Dateien in Revit einbinden können, um diese als Unterlage zu verwenden. Ich befinde mich jetzt hier im Erdgeschoss, Oberkante Rohfußboden in dieser Ansicht und möchte jetzt hier eine spezielle AutoCAD-Datei, die ich schon mal vorbereitet habe, hier als Unterlage einfügen. Vielleicht empfiehlt es sich, dass man sich die AutoCAD-Datei zunächst erstmal anschaut. Sofern einem AutoCAD zur Verfügung steht, sollte man immer ein bisschen nachschauen, wie diese AutoCAD-Datei aufgebaut ist, bevor man sie hier in Revit referenziert. Das mache ich hier mal. Ja, das habe ich mal gemacht. Hier sieht man jetzt die AutoCAD-Datei. Man muss dazu sagen, diese AutoCAD-Datei wurde automatisch von Archicad erzeugt. Das hat immer so den Nachteil, dass da immer ein Haufen Sachen mitkommen, sofern man sich nicht die Mühe macht, das möglichst auch ein bisschen einzustellen, was will man rausgeben und was nicht. Das zugrunde lag ein 3D-Modell, wo dann quasi diese 2D-Pläne erzeugt wurden. Dennoch ist es durchaus brauchbar als Unterlage. Wichtig ist hier vielleicht nochmal zu kontrollieren, wie die Einheiten sind. Ich meine, gut, in der Regel ist das so, wenn es automatisch erzeugt wurde, dass das stimmt. Dennoch würde ich empfehlen, da mal nachzuschauen, was hier eingestellt ist. Dazu gehe ich hier auf So, dazu gehen wir hier unter Einheiten, also Zeichnungsprogramm, dann Einheiten. Und hier sehen wir, dass es in Meter exportiert worden. Okay, das merken wir uns mal. Dann gehen wir hier auf ja, Abbrechen. Das ist ein Punkt, den man kontrollieren sollte. Dann nochmal ein Blick in die Layer. Hier könnte man ein bisschen aufräumen und gewisse Dinge ausblenden, die vielleicht jetzt nicht relevant sind. Normalerweise ist das Gebäude sehr, sehr einfach gehalten und auch im Archicad war das im Prinzip nur ein Vorentwurf 1 zu 200. Das heißt, er hat da nicht so viel rausgegeben, dennoch ist es doch eine ganze Menge. Das heißt, wenn man hier gewisse Dinge nicht haben möchte im Revit später als Referenz, dann kann man hier die Layer ausschalten und dann später beim Einfüge bzw. beim Referenzierdialog, das dann nochmal so einschalten, dass halt nur die bestimmte Layer im Revit verfügbar sind, um halt dort vielleicht die Übersichtlichkeit besser zu gewährleisten. Ja, ansonsten sieht man auch hier, dass das relativ primitives 2D ist, also so mehr oder weniger nur Linien und so weiter. Da hängt nichts groß zusammen. Also man kann mit diesem 2D nie viel anfangen, aber wie bereits schon erwähnt, als 2D-Unterlage ist zumindest diese Zeichnung durchaus geeignet. Ja, jetzt wechsle ich ins Revit. Und werde jetzt diese DWG hier referenzieren. Bitte nicht verwechseln mit CAD importieren. Davon würde ich abraten in diesem Kontext. Das macht hier wenig Sinn. Liegt einfach daran, dass wenn Sie hier CAD importieren, dann bedeutet das, dass das wirklich dann ins Revit reingeholt wird und dann irgendwie umgewandelt wird in Revit-Daten. Das könnte dazu führen, dass dann daraus Familien kreiert werden, die dann hier den ganzen Familienbereich ziemlich aufblasen und so weiter. Also das wäre in diesem Kontext überhaupt nicht dienlich, es würde das Revit-Projekt nur sinnlos aufblähen und eventuell auch unübersichtlich machen, in denen hier irgendwelche Familien dann erzeugt werden. CAD-Import lohnt sich aus meiner Sicht eher, wenn Sie jetzt Familien erzeugen, beziehungsweise Bauteile und dort vielleicht schon irgendein CAD-Modell haben, was Sie nicht unbedingt im Revit neu modellieren wollen und auch nicht parametrisiert haben wollen. Und das ist meinetwegen Vorsicht. Einfach direkt aus dem AutoCAD dann reinholen. Und da würde ich eher das CAD-Import dann sinnvoll finden. Hier in diesem Kontext, nur als Unterlage, ist das eher nicht zu empfehlen. Wir gehen also hier auf CAD verknüpfen. Jetzt öffnet sich hier der Verknüpfungsdialog. Der geht schon mal automatisch in das Verzeichnis, was ich vorher schon ausgewählt habe. Hier empfiehlt es sich noch, das Ganze in einem Stammverzeichnis unterzubringen. Wie ich das hier gemacht habe. Es gibt einen Stammordner, wo das Projekt drin ist. Dann den Ordner gibt es nicht, den Ordner Revit, dann PNG und DWG sind die DWG-Dateien drin. Das hat den Vorteil, ich kann dann auch mit relativen Pfaden arbeiten, weil wie gesagt, die Datei wurde nicht direkt importiert, sondern einfach nur referenziert. Das heißt, die bleibt draußen außerhalb des Projektes, kann dann auch verändert werden und dann aktualisiert werden. Und damit die das immer wieder finden, die Dateien, empfiehlt sich das alles in einem Ordner unterzubringen. Also sowohl das Revit als auch die DWG-Dateien. Das heißt, sollte ich jetzt mal woanders mit dem Projekt arbeiten, dann verschiebt sich im Prinzip innerhalb des Projektordners nicht die Position der Dateien untereinander und dadurch finden die sich immer wieder. Ansonsten kann es passieren, dass sie dann eventuell auf irgendwelche Dateien referenzieren, die vielleicht an einem Rechner
vorhanden waren, aber am nächsten dann nicht mehr, weil sich irgendwelche Laufwerksbuchstaben geändert haben oder was auch immer. Ja, deswegen mein Tipp, arbeiten Sie in einem Projektordner, in einem Stammverzeichnis und innerhalb dieses Stammverzeichnisses sollten sich die Positionen sich referenzierter Dateien nicht ändern. Und wenn Sie das berücksichtigen, dann können Sie auch diesen Projektordner immer irgendwo hin kopieren, mitnehmen und die Referenzen funktionieren immer noch. Des Weiteren, nachdem wir die Datei ausgewählt haben, wählen wir jetzt hier noch gewisse Einstellungen aus. Man sieht hier, man kann DWG reinholen, DXF, DGN, das ist glaube ich 3D Studio, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und noch ein paar andere Vektorformate, die Sie hier reinholen können. Ich bleibe jetzt hier bei DWG. Dann Farben beibehalten. Sie können auch sagen, ich möchte das umkehren. Das ist dann interessant, wenn Sie jetzt zum Beispiel im AutoCAD arbeiten ja viele mit einem schwarzen Bildschirm. Das heißt, die Farben, die dort verwendet werden, sind dann in der Regel ausgelegt auf dem schwarzen Hintergrund. Und wenn Sie jetzt hier im Revit im weißen Bildschirm arbeiten, da kann es sein, dass einige Farben nicht gut zu lesen sind und oder zu sehen sind. Und da nimmt man dann die Funktion umkehren. Da wird ja quasi das Farb wird dann aus einer hellen eine dunkle Farbe und so weiter. Das wäre interessant. In unserem Fall ist das jetzt nicht von Relevanz, deswegen lasse ich es so. Oder Sie können das Ganze auch nur in Schwarz-Weiß darstellen. Wir tun die Farben beibehalten. Dann hier Layer. Jetzt hatte ich, was ich vorhin gesagt habe, hier könnte man sagen, ich möchte nur die sichtbaren Layer nehmen. Dann, was hatte ich ja vorhin schon angedeutet, wenn Sie meinetwegen jetzt in AutoCAD vorher gewesen sind und alles eingeschaltet haben, was Sie im Revit brauchen, alle anderen Layer sind ausgeschaltet, dann könnten Sie hier sagen, okay, jetzt übernimm nur die sichtbaren Layer, den Rest lässt du draußen. Dann sind die nicht mit drin. Sie können natürlich alle übernehmen oder Sie können explizit auswählen, wenn Sie diese Option angehakelt haben. Dann fragt es Sie jetzt, wenn Sie jetzt auf Öffnen gehen, in einem gesonderten Dialog, welche Layer Sie haben wollen. Dann können Sie diese in einem expliziten Fenster nochmal anwählen oder auch nicht. Ich sage jetzt in dem Fall alle. Ganz wichtig ist hier Importeinheiten. Sie können das automatisch dem Revit überlassen oder ich glaube, ich habe da hier Probleme gekriegt, das hier explizit einstellen. Ich habe ja vorhin die Einheiten kontrolliert. Es handelt sich hier um Meter. Dadurch, dass ich, dass die AutoCAD-Datei auch automatisch erzeugt wurde, kann ich davon ausgehen, dass es stimmt. Wenn Sie die AutoCAD-Datei von jemandem bekommen haben, der das Ganze manuell im AutoCAD gezeichnet hat, also nicht irgendein Programm diese AutoCAD-Datei generiert hat, sondern es hat quasi einer wirklich gezeichnet hier im AutoCAD, dann empfiehlt es sich, das Ganze nochmal nachzumessen. Denn oftmals gibt es Leute, die jetzt die Einheitendialog gar nicht kennen und im Prinzip ignorieren und dann hier irgendwas eingeben. Das heißt, sie arbeiten hier meinetwegen die ganze Zeit in Zentimeter und derweil ist ja Meter eingestellt. Ja, und dann kriegen sie jetzt hier einen Konflikt. Vor allen Dingen dann kriegen sie Probleme mit der automatischen Erkennung. Das können sie aber dann korrigieren. Deswegen können sie auch durchaus hier einfach nochmal das Ganze nachmessen. Ich gehe jetzt mal auf Abstand und messe hier mal nach. Das sind jetzt hier 10 Meter. Hier die Bemaßung und er zeigt mir 10 Meter an. Also das passt. Ja, hier sind quasi dieselben Einheiten verwendet worden, wie auch eingestellt sind. Ja, falls Sie hier feststellen, falls Sie einen Konflikt feststellen, dann können Sie ihn korrigieren. Sie können dann sagen, okay, da gehen Sie dann auf alle Fälle nicht auf automatisch, sondern sagen Sie, nee, die Zeichnung wurde in Zentimeter gezeichnet oder wie auch immer. Ich gehe jetzt hier auf Meter. Das können wir auch lassen. Ganz wichtig ist der Punkt noch, wie wollen Sie das einfügen bezüglich der Positionierung? Hier kann man ganz leicht Probleme kriegen, wenn Sie zum Beispiel Zeichnungen von Vermessern bekommen, die oftmals mit sehr großen Koordinatensystemen arbeiten. Das hat dann zum Beispiel zur Folge, ich zeige das hier nochmal. Hier ist, jetzt muss ich gucken, wo man hier ist mein WKS. Ja, und na, tu das blöderweise jetzt hier verschieben. Ja, hier das, wo ist das jetzt nochmal? Hier ist es. Hier ist das WKS. Und oftmals ist es so bei Vermessungsplänen, dass die mit ihrem Koordinatensystem arbeiten, dann haben die hier ein WKS und dann liegt zwischen den WKS, also zwischen deren Ursprung und dem eigentlichen Liegenschaft, die sie aufgemessen haben, unter Umständen Kilometer, je nachdem, was für ein Koordinatensystem die verwendet haben. Und das kann dann dazu führen, wenn Sie das später ins Revit einfügen und Sie sagen hier bei Revit Ursprung zu Ursprung, ja, dass er dann quasi das WKS vom AutoCAD auf unseren Ursprung hier legt und dann führt es aber dazu, dass Revit nur im Bereich von 20 Meilen anzeigt. Es gibt in Revit die 20-Meilen-Zone, alles was außerhalb dieser 20-Meilen-Zone liegt, wird dann quasi nicht mehr angezeigt und das hätte dann zur Folge, dass, ich zeige es nochmal im AutoCAD,
wenn hier meinetwegen jetzt größerer Abstand als 20 Meilen liegen würde, dass das dann außerhalb des Bereiches liegt, was Revit anzeigt. Und dann würde er das nicht sehen. Ja, Sie würden quasi dann, eventuell kriegen Sie eine Fehlermeldung, das weiß ich, oder einen Hinweis, aber Sie sehen dann quasi Ihre Liegenschaft nicht. Das müssen Sie beachten. Deswegen kontrollieren Sie, wo ist Ihr globaler Ursprung, also Ihr Weltkundendatensystem im AutoCAD. Also da macht es Sinn, wenn Sie AutoCAD haben, da mal reinschauen können, ob eventuell da so eine riesen Diskrepanz dazwischen liegt. Sie können das dann korrigieren, indem Sie einfach Ihre Zeichnung ins WKS legen oder das WKS, ne, das können Sie nicht verschieben, ja, das geht nicht. Aber Sie können Ihre Zeichnung ins WKS legen oder Sie sagen, na, ich möchte hier einfach Mitte zur Mitte und dann tut er einfach die Mitte beider Zeichnungen übereinander legen. Was es auch noch gibt, ist, dass man mit gemeinsamen Koordinaten arbeitet oder dass man es halt manuell noch legt. Aber das tun wir jetzt dieser Stelle, spielt jetzt keine Rolle. Das sind eher was für Großprojekte. Also wir machen hier Mitte zu Mitte, da wird das quasi mittig miteinander gelegt. Hier können Sie jetzt noch auswählen, welche Ebene ist normalerweise immer die, die jetzt hier ausgewählt wurde. Also es bietet er hier an, wir können das nochmal ändern. An Ansicht ausrichten, möchte ich das nur in dieser Ansicht anzeigen? Ja, könnte man ja aktivieren, aber ich lasse es mal aus. Und gehe dann auf Öffnen. Er legt das Ganze hier ab. Jetzt kann man das nochmal nachmessen zur Kontrolle und schauen, ob sie irgendwas jetzt hier falsch skaliert wurde. Dazu gehe ich hier nochmal hier rein und messe hier das Ganze nach. Und sehe dann oben in der Optionsleiste links, das sind 1000 Zentimeter, sprich 10 Meter. Das hat also funktioniert. Also wenn Sie das richtig gemacht haben mit den Einheiten, dann brauchen Sie dann diesbezüglich nichts mehr korrigieren, groß skalieren. Was wir noch machen müssen, ist die Position ausrichten. Dazu wähle ich hier die AutoCAD-Datei an oder die DWG-Referenz, gehe hier auf Verschieben, fasse ich diese hier an der Ecke an und schiebe die Ecke hier in meinen Ursprung hier in Revit, so dass der Projektbasispunkt bzw. hier unser Koordinatenursprung auf dieser Ecke liegt. Ja, das Raster ist schon mal entsprechend bestimmt, das passt, das sieht man hier sehr schön, dass wir ja auch damit unserem Ebenenraster arbeiten können. Und wenn die Position der AutoCAD-Datei stimmt, dann können wir hier die Referenz anklicken und pinnen. Damit haben wir verhindert, dass diese dann in späterer Folge nochmal unbewusst verschoben werden kann. Letztlich, wie kann man das Ganze ausblenden? Dazu gehen Sie einfach auf VG oder hier in die Eigenschaften und auf dieses hier und Sie finden hier importierte Kategorien. Da zeigt er Ihnen hier die importierten Kategorien an, unter anderem hier unser Erdgeschoss DWG und hier können Sie das ausschalten. Übrigens können Sie auch hier nochmal die Layer steuern und hier explizit Layer an- und ausschalten oder beziehungsweise sogar hier Linientypen überschreiben und so weiter. Ich mache es mal hier aus zu Vorführungszwecke und Sie sehen, die Referenz ist ausgeblendet. So viel dazu, so viel zum Einfügen von AutoCAD-DWG-Dateien als Modellierunterlage. Hier ist noch ein kleiner Nachtrag für den Fall, dass Sie wissen wollen, wie Sie an die Verknüpfung wieder rankommen. Im AutoCAD gibt es ja die Palette externer Referenzen. Hier im Revit finden Sie unter Einfügen hier Verknüpfungen verwalten. Hier können Sie jetzt die diverseste Verknüpfung, die Sie jetzt hier im Revit getätigt haben, verwalten. Und dass Sie sehen, das ist nicht nur DWG, also oder CAD, das Sie verknüpfen können, sondern auch andere Sachen. In unserem Fall sind das CAD-Formate. Und hier sehen wir unsere AutoCAD-Datei, die wir verknüpft haben. Sie sehen hier den Namen, Verknüpfungsname, den Status, dass es geladen ist. Die Position, das wäre bei gemeinsamen Koordinaten wäre das interessant, wie sie, dass sie die Position quasi ablegen, das ist in dem Fall egal. Sie sehen hier die Größe, den gespeicherten Pfad. Wichtig ist hier relativ, weil es ist alles in einem Projektordner. Deswegen kann man das Ganze relativ machen. Sie können von hier aus auch wieder eine Verknüpfung hinzufügen und Sie können sie aber auch wieder lösen. Wenn Sie die Verknüpfung auswählen, sprich markieren, dann können Sie sie quasi hier lösen und danach entfernen. Ja. Das ist im Prinzip wichtig, vor allen Dingen dann, wenn Sie irgendwie das falsch eingefügt haben, dann nochmal neu einfügen, dann werden Sie unter Umständen darauf hingewiesen, wenn Sie in derselben Ansicht erneut dieselbe Verknüpfung einfügen wollen, dann kriegen Sie dann eine Fehlermeldung und da empfiehlt es sich, die vorher zu lösen, also die vorher quasi rausschmeißen und danach nochmal neue versuchen einzufügen.
Oder wenn sich irgendwas geändert hat, nehmen wir an, Sie haben an der AutoCAD-Datei weitergearbeitet und wollen jetzt, dass der Status aktualisiert wird, dann können Sie auch die Verknüpfung auswählen und sagen, hier erneut laden, hier erneut laden und so weiter. Oder der Pfad hat sich geändert, dann können Sie erneut laden aus oder hier nochmal einfach auf erneut laden gehen. Ja, so viel dazu, wie Sie die Verknüpfungen verwalten können.